Hi Leute, ja, ist jetzt Tag 2 der neuen Restriktionen, was ja, Treffen und Ausgang und etc. betrifft. Regierung hat ein Statement abgegeben, mit dem ich auch vollkommen einverstanden bin. Das habe ich, glaube ich, in der Vergangenheit schon öfter gesagt, dass wir uns jetzt mal ein bisschen ja, zu Hause aufhalten sollten und uns mit den nötigsten Dingen eindecken sollten. Ich wollte euch nur mal gerade zeigen, wie der Wind weht. Aber jetzt weder gerade, wieder nicht. Es war nur eine Böe. Okay. Ja. Nee, soweit alles okay. Ich habe keinen Lagerkoller. Ich fühle mich nicht bedroht. Ich fühle mich gesund. Ja, wie gesagt, ich bin COPD-Patient, also gehöre zur absoluten Risikogruppe. Ich bin Pollenallergiker und bei dem Wetter, ihr seht's ja, ist alles hell, also strahlender Sonnenschein. Birkenpollen, mein ärgster Feind, sind unterwegs und ja, das ist alles. Spielt mir natürlich gesundheitlich nicht jetzt so gerade in die Karten, aber es lässt sich gut damit leben. Es lässt sich auch ganz gut mit diesen personellen Einschränkungen leben, dass man eben nur noch mit einer nicht zum Haushalt gehörigen Person unterwegs sein darf, beziehungsweise dann aber wiederum mit den Menschen, die sowieso im Haushalt mit einem leben. Das ist ja völlig okay, weil wie soll man sich draußen gegenseitig infizieren, wenn man sowieso in einem Haushalt lebt? Also es wurde alles logisch durchdacht, logisch gehandelt und ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Regierung, sowohl die Kanzlerin, gegen die jetzt, ja, habe ich in der Schlagzeile gelesen, Morddrohungen oder Mordpläne verfasst werden, da kann ich echt noch den Kopf schütteln. Ja. Und da scheint auch nicht die Rechte dahinter zu stecken. Da scheinen tatsächlich momentan Linksextremisten hinterzustecken und das sollte im Auge behalten werden, sage ich jetzt mal nur dazu. Und das ist so nicht in Ordnung. Das ist so nicht in Ordnung. Momentan macht jeder das, was er kann. Ja. Jede Landesregierung macht das, was sie kann. Und Bund und Länder arbeiten jetzt auch auf einer Ebene, die man als ja, harmonisch und sinnvoll betrachten kann. Die Infektionszahlen, wie ich heute gelesen habe, gehen zurück. Also nein, nicht Infektionszahlen, aber die Zahlen der schweren Erkrankungen gehen zurück. Das heißt, dass auch die Intensivstationen momentan so ein kleines bisschen durchatmen können, wenn es stimmt. Ich weiß es nicht. Ich habe es nur so aus den Medien aufgeschnappt. Ja, des Weiteren, wir waren heute ganz entspannt kaufen. Wir haben grundsätzlich alles im Haus, was uns über Wasser hält. Solche Dinge wie Joghurt oder diese Frühstücksei, diese bunten, die ich ja liebend gerne esse. Ja. Früher waren es nur Ostereier, heute sind es Frühstückseier und ich liebe sie halt. Ja. Und die esse ich nach wie vor. Und Maggi, ja, ich esse meine Eier mit Maggi. Ja, Garfield. Das sind eben so Sachen, die haben wir jetzt so ein bisschen aufgestockt und ansonsten, der Einkauf heute, der war ganz unspektakulär, wobei man merkt, die Leute werden schon ein bisschen aggressiver und schauen schon, wenn du nur machst, wirst du schon angeschaut, als ob du da mit einem Schild, ich habe Corona, durch die Gegend läufst. Ist für mich jetzt nicht so wirklich nachvollziehbar. Ansonsten hier in Saarburg ist alles still. Ja, ich saß eben auf dem Balkon, habe zwei Autos vorbeifahren gehört. Ansonsten, um die Jahreszeit wäre jetzt von der Innenstadt her, die ja nur ein Steinwurf entfernt ist, also ich brauche 1 Minute zu Fuß, wenn ich langsam gehe, bis zum Wasserfall. Und der Wasserfall ist das Zentrum von Saarburg, ja, der historische Kern. Normalerweise sind wir auf Hörweite. Und man hört nichts. Man hört nichts. Und ja,
es ist, wie gesagt, ist eine Situation, die ist momentan recht kurios, recht schwierig, recht neu, klar, neu, weil so etwas gab es noch nicht. Und aber ich finde es toll, wie Menschen sich mittlerweile tatsächlich nicht mehr draußen aufhalten, sondern sich darauf besinnen, mal zu Hause zu bleiben, nur noch zum Einkauf nach draußen zu gehen. Und auch die Geschäfte sind nicht mehr so toll gefüllt. Also wenn wir jetzt in den größten Markt, das ist der Rewe, reingehen, findet man vielleicht im ganzen Rewe noch 20 Personen, die zeitgleich einkaufen, ohne dass irgendjemand Schlange stehen muss. Aldi bei uns hat es jetzt mittlerweile so gemacht, die Leute müssen Schlange stehen. Wenn einer rauskommt, darf der nächste rein. Ja gut, Aldi ist jetzt eh nicht so der Laden, den ich primär frequentiere. Aber ja, man merkt eben, es wird was getan, und das, was getan wird, halte ich für sinnvoll, und ich fühle mich einfach gut aufgehoben, und es macht mir nach wie vor nichts aus, hier zu Hause zu sitzen, weil zu Hause ist schön. Und ja, es hilft ja nicht nur mir, es hilft ja auch anderen. Also in dem Sinne, das sind jetzt eigentlich so das ist jetzt erstmal das erste Update. Kann sein, dass heute noch mehrere Videos folgen, ich weiß es nicht, aber ich wollte euch mal auf dem Laufenden halten. Ich höre mich momentan ein bisschen angekratzt an, das liegt aber am Heuschnupfen, weil hier fliegen wirklich so viele Pollen. Wenn morgens dieser Rauchreif auf dem Balkontisch liegt, hat man mittags, wenn die Sonne kommt, diese gelblichen Ränder, wo man sieht, dass da der Blütenstaub hängt. Also ich bin definitiv nicht Corona-krank. Ich habe COPD, das ist ja eine chronische Lungenerkrankung. Und jetzt kommt natürlich im Frühjahr, wie jedes Jahr, erschwerend die Allergie dazu. Und ja, okay. In diesem Sinne, Leute, bleibt gesund, bleibt vernünftig, bleibt zu Hause, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Ja, geht kaufen, aber kauft nicht en masse. Schaut, wenn ihr einen gewissen Grundstock zu Hause habt, der euch über, sage ich mal, 2 Wochen über Wasser hält, ist genug. Ja, ansonsten Kleinigkeiten wie Joghurt oder Milch oder leicht verderbliche Sachen nachkaufen, sagt kein Mensch was. Ja? Aber handelt es so, dass jeder in diesem Land auch noch was abbekommt. Okay, ich wünsche euch was. Bis denn. Bye bye.